Hi, herzlich willkommen zum Linchpin Review. Tut mir leid, dass wir ein paar Minuten später anfangen. Wir hatten hier gerade ein kleines Missverständnis. Deswegen bin ich gerade noch ein bisschen am Lachen. Aber gut, ich freue mich, dass ihr alle dabei seid. Und dass wir auch heute trotz Corona und Co. live übertragen können. Wir haben uns mit einer kleinen Gruppe hier im Büro getroffen und halten den Abstand und legen dann mal direkt los. Wer jetzt am 28. Mai live dabei ist und mit uns interagieren möchte, kann das wie immer über die Telegram-Chat-Gruppe tun. Ihr seht hier den Link seibert.biz/linchpinreviewchat. Und wenn ihr Fragen habt, werden wir die direkt beantworten und wir freuen uns auch über Feedback zu allem, was wir zeigen. Genau. Was passiert heute? Wie immer zeigen wir euch die neuesten Features von Linchpin Server und Linchpin Data Center und geben euch einen Ausblick, womit wir uns in den nächsten Wochen beschäftigen wollen. Und dann geben wir euch ein Update zu Linchpin Cloud. Und ganz zum Schluss möchte ich euch noch einen kleinen Tipp geben zu einem Produkt von uns, nämlich Agile Hive. Ich habe mich mal daran erinnert, heute vor 10 Wochen genau, war der AEC Linchpin. Damit startete diese Chaos-Corona-Zeit auch bei uns. Wir hatten eigentlich vor, ganz viele von euch persönlich mal wieder zu treffen, hier im Office zu begrüßen und einen coolen Tag zusammen zu haben und haben das dann kurzerhand zu einem digitalen Event umgestaltet und waren alle ziemlich happy. Die Resonanz war gut und es war für mich persönlich und ich glaube für ganz viele hier bei Seibert Media ein ganz wichtiger, ermutigender Tag, weil wir gelernt haben, wir müssen nicht den Kopf in den Sand stecken, wir machen aus allem das Beste und das Leben geht irgendwie weiter. Natürlich hat sich aber unser Alltag auch verändert und wir alle arbeiten seit Wochen im Homeoffice. Ich bin heute selber seit 2 Monaten tatsächlich mal wieder hier. Freue mich voll, mal echte, erwachsene Menschen zu treffen und das ist total schön. Von daher freue ich mich besonders, heute wieder mal den Alain und den Matze persönlich zu treffen. Am Review beteiligt sich noch der Paul, der ist remote dabei, das aber nicht wegen Corona, sondern der Paul ist immer remote dabei, also für ihn ist das überhaupt nichts Neues. Der freut sich nur, dass wir auch mal kennenlernen, was das so für eine Situation ist. Unsere Story, die wir euch heute erzählen, dreht sich auch im Großen und Ganzen um Remote Work. Und wir beginnen damit, dass Matze und Paul sich in einem Stand-Up-Meeting befinden. Die sind nämlich unsere Remote Work Task Force und tauschen sich jetzt mal zu den aktuellen To-Dos aus. Und mir bleibt jetzt nur, euch viel Spaß zu wünschen. Hi, Matze. Hi. So. Also so langsam geht es ja wieder zurück ins Office und mir ist jetzt gerade noch aufgefallen, wir sollten vielleicht noch einen kleinen Microblog-Post schreiben, um allen nochmal mitzuteilen, was das jetzt genau bedeutet. Ja, klingt auch gut. Ich würde einfach mal meinen Bildschirm teilen und dann könnten wir den vielleicht zusammenschreiben. So, naja, also so ein Microblog-Post verdient natürlich auch eine Überschrift. So, zurück zur Normalität. Die wichtigsten Maßnahmen würde ich vielleicht mal in so eine kleine Liste packen. Mhm, ja. Kriegt sogar kursiv, dann wird es auch nicht überlesen. Genau, was sollten wir da reinschreiben? Abstand halten ja, vielleicht? Abstand halten. Maske tragen vielleicht. Ah ja, sehr gut, ja. Ah ja, und ich habe gesehen, wir haben ja auch einen kleinen Blogpost dazu geschrieben. Vielleicht könnten wir den auch nochmal verlinken. Nee, falscher Knopf. So. Ah ja, da ist er schon. Ah ja. Genau, dann schicken wir den mal raus. Cool, das heißt, man kann jetzt einfach das normale Markup benutzen im Microblog oder wie? Ja, genau. Das kennen ja eigentlich alle schon aus dem Editor. Das geht jetzt auch im Microblog. Cool.
Achso, da fällt mir gerade ein, ich habe ja auch noch ein eigenes To-Do. Ich würde es dann jetzt gleich mal nach unserem Meeting machen und dann sehen wir uns morgen wieder. Alles klar, super. Dann mach's gut. Tschüss. Ciao. Genau, es gab einige Leute in letzter Zeit, die haben mich immer wieder gefragt, wie sie denn jetzt die anderen Leute in dieser Zeit der Corona erreichen können. Und um das mal zu zeigen, gehe ich mal auf ein Profil. Und dann sehe ich jetzt hier direkt, mir fällt auf, da sind ja gar keine Informationen, wie ich jetzt den Alert konkret erreichen kann tatsächlich. Und ich würde vorschlagen, ich zeige jetzt mal, wie man diese Felder hier anlegen kann in dem Profil. Und für alle Leute, die Lynchpin User Profiles schon eine Weile kennen, die wissen auch, dass dass das Anlegen von Profilkategorien und Profilfeldern etwas hakelig ist. Ich zeige das gerade nochmal, wie das bisher aussah. Das ist der Profileditor, so wie man ihn bisher kennt. Wir haben auf der einen Seite in dem ersten Tab die Auflistung der Profilfelder und der Kategorien bzw. Abschnitte. Und hier kommt man immer wieder auf eine neue Seite, wenn man ein neues Profilfeld anlegt. Und wenn man zum Beispiel zwischen diesen Kategorien ein Profilfeld wechseln will, geht das hier auch schon per Drag and Drop, aber das ist relativ unintuitiv. Und außerdem sieht man hier an dieser Stelle gar nicht, wie das dann später bei dem Benutzer im Profil überhaupt aussieht. Also das sieht jetzt gar nicht so aus, wie das, was wir gerade beim Alert gesehen haben. Dafür müsste ich hier auf ein anderes Tab wechseln, das Layout-Tab, und habe dann hier die Möglichkeit, eigentlich nur noch die Kategorien an sich zu verschieben, aber nicht mehr die Felder innerhalb der Kategorien. An dieser Sache haben wir in diesem PI relativ viel gemacht. Ich kann mal zeigen, wie der aktuelle Stand vom Profileditor aussieht. Dazu wechsle ich mal auf das andere Tab. Und dann sieht man direkt, das hat schon viel eher diese Ansicht, die man auch im Profil selbst hat von dem Benutzer. Und ich kann jetzt hier, so wie bei dem Layout-Tab in dem alten Profileditor, die Kategorien zum Beispiel wechseln, indem ich sie einfach per Drag and Drop dahin packe, wo ich sie hinhaben möchte, zum Beispiel die Expertise nach oben links. Oder zum Beispiel die Individual Information möchte ich nach rechts packen. Habe jetzt aber auch den Vorteil, dass ich hier sogar die Profilfelder in der Reihenfolge ändern kann. Und auch zum Beispiel, wenn ich sehe, da ist irgendwas falsch zugeordnet, ich könnte jetzt zum Beispiel sagen Sonderspezial. Die Kategorie Sonderspezial hat noch den Standort und der Standort gehört eigentlich zur Location, also schiebe ich das einfach in die Location rein. Und in dem Moment, wo ich das da loslasse, wird es dann auch gespeichert. Genau, und wir wollten uns jetzt damit beschäftigen, einen neuen Abschnitt anzulegen für die Erreichbarkeit in der Zeit, wo alle im Homeoffice sind. Deswegen nennen wir diesen Abschnitt auch einfach mal Homeoffice. Da geht auch die Sidebar auf, wie man gerade gesehen hat. Das ist ja das neue Konzept, was wir schon bei den Newsmagazinen von Lynchpin Enterprise News mal vorgestellt haben, was wir jetzt auch im Admin-Bereich immer weiter verbreiten. Da möchte ich jetzt noch ein neues Feld anlegen. Das nenne ich jetzt einfach mal private Telefonnummer, weil da die Person ihre eigene Telefonnummer eintragen kann. Dann auch noch die private Adresse, die könnte jetzt auch hilfreich sein, damit man nur weiß, wo die Leute wohnen, wo man sie vielleicht postalisch zum Beispiel erreichen kann. Und an der Stelle würde mich auch noch interessieren, ob ich die Person immer kontaktieren kann. Also nicht, dass sie sich jetzt irgendwie abends gestört fühlen. Deswegen frage ich einfach mal, ob die Personen 24/7 erreichbar sind. Jetzt müssen wir uns auch richtig tippen. Und ich stelle das um auf den Typ Selektion und mache dann einfach zwei Werte da rein, ja, nein. Genau, und dann ist quasi damit mein neuer Abschnitt schon gespeichert. Ich möchte natürlich jetzt noch, dass das ein bisschen prominenter auf dem Profil erscheint, deswegen lasse ich das nicht hier unten in der Ecke, sondern schiebe das nach ganz oben. Das heißt, wenn die Leute jetzt auf ihr Profil gehen, dann sehen sie direkt hier oben diesen Punkt Homeoffice und können da ihre Daten hinterlegen. Genau. Genau, also wer Lynchpin und uns schon länger verfolgt, der weiß wahrscheinlich auch, dass das Lynchpin User Profiles eins unserer ältesten Apps ist und das war ganz schön viel Aufwand, diesen Editor umzubauen. Ich erinnere mich selber noch an die Zeit vor 4, 5 Jahren, als wir noch viele Features gebaut haben, um überhaupt Lynchpin so
zu dem Punkt zu bringen, wo es jetzt ist und eben mächtig zu machen und viele Möglichkeiten zu schaffen, haben wir immer gesagt, ach ja, das sieht ja nur der Admin, der kann sich da schon durchquälen, und haben uns eben auf die Features fokussiert, die eben der größten Nutzergruppe, nämlich den Usern, auch helfen. Aber jetzt sind wir an einem Punkt, an dem wir eben auch möchten, dass Menschen, die Linchpin konfigurieren, die Administratoren, auch ein bisschen mehr Freude daran haben, und dass wir Oberflächen bieten und eine gute User Experience, mit der es einfacher ist, weniger fehleranfällig eben auch mit Linchpin zu arbeiten. Genau. Aber Matze, eine Sache, wir haben das jetzt ja nur für den Admin gesehen, jetzt würde mich trotzdem interessieren, wie es der User dann auch sieht. Genau, ich gehe jetzt mal zurück auf das Profil vom Alain und lade mal die Seite neu. Und dann sehen wir in der aktuellen Ansicht tatsächlich die Daten noch nicht, weil die Daten ja noch gar nicht eingetragen sind. Das heißt, die User-Daten, die nicht hinterlegt sind, die werden ja auch nicht angezeigt, sonst hätte man ganz viele leere Felder, und das wäre ja auch gar nicht sinnvoll. Genau, da sind wir auch schon beim nächsten Thema, nämlich der mobilen App, bei der wir auch immer noch Features haben, die in der mobilen App nicht genauso gut funktionieren wie in der Desktop-Ansicht. Und auch das Profil bearbeiten zu können, ging bisher noch nicht. Aber auch daran haben wir ganz intensiv gearbeitet, und da gebe ich mal an den Alain ab. Vielen Dank. Ja, wir haben an der App noch ein bisschen weitergeschraubt. Man sieht ja hier zum Beispiel auch noch, dass ich hier benachrichtigt worden bin, dass es einen neuen Post gab, den wir gerade gesehen haben. Und das Hauptfeature, was ich euch heute zeigen möchte, ist die mobile Pflege der Profile. In der More-Seite sieht man sein eigenes Profil. Und ihr seht jetzt oben rechts ein Editier-Icon, das wir benutzen können, um das gesamte Profil zu editieren. Und wie der Matze ja gerade schon gesagt hatte, wichtig wäre jetzt, dass Leute wissen, wie ich im Homeoffice erreichbar bin. Und deswegen haben wir hier dann die entsprechenden Felder zur Auswahl. Und wie man das vom Desktop her kennt, man kann jetzt hier in dem Fall eine Telefonnummer eingeben. Das heißt also, zum einen, wenn ich jetzt gleich anfange zu tippen, sieht man auch, es wird schon angefangen zu validieren, damit auch wirklich eine echte Telefonnummer bei rumkommt. Und man sieht ja auch an dem Keyboard, dass jetzt hier nur Zahlen zulässig sind. Ich gebe mal meine private Nummer ein. Dann haben wir das nächste Feld, ist hier ein Textfeld. Da können wir dann auch, machen wir zuerst das andere. 24/7 erreichbar, der Matze war vorhin so nett, mir nur Ja als Option hinzugeben. Deswegen scheine ich wohl auf jeden Fall 24/7 erreichbar zu sein. Und bei der Adresse, na egal, tippe ich es gerade, ich hatte es eigentlich vorbereitet, gebe ich meine Adresse ein, das ist die Elsasser Straße 15 in 65187 Wiesbaden. Ihr könnt das natürlich gerne ausprobieren, das ist weder meine echte Nummer noch meine echte Adresse. So, was wir natürlich auch noch machen können beim Profil editieren, ist jetzt sowohl mein Profilbild als auch mein Hintergrundbild zu ändern. Das würde ich jetzt auch mal machen, damit Leute mich halt auch, wenn ich wieder ins Büro komme, erkennen. Mache ich mal gerade ein Foto. Allerdings muss ich das auch passend machen, sonst erkennen die mich ja nicht. Und ja, ich lächle. Oh, Entschuldigung. So, ich hoffe, ich das besser verstehen kann. Hier haben wir jetzt auch die Möglichkeit, wie man das im Prinzip eigentlich von sehr vielen anderen Apps auch kennt, einen Ausschnitt zu auszuwählen, zu verschieben. Ich mache das jetzt mal ein bisschen größer, damit man auch mich ungefähr erkennen kann. Das wäre jetzt dann mein neues Profilbild. Und das Hintergrundbild funktioniert eigentlich sehr ähnlich. Da nehme ich jetzt aber mal eins aus der Galerie von meinem Homeoffice. Und auch hier kann ich das nochmal entsprechend ein bisschen variieren. Das wird im Desktop gleich ein bisschen anders aussehen, aber das ist okay. Genau, nachdem ich jetzt diese Änderung vorgenommen habe, speichere ich das Ganze ab. Und dann sieht man jetzt, nachdem das neu geladen wurde, auch die Änderung direkt in der Ansicht. Und in den Kontakten könnte ich mich jetzt auch suchen. Und dann sehen wir da jetzt auch meine Angaben zum Homeoffice in der App. Genau, dann ist noch die Frage, wie sieht das jetzt in der Desktop-Version aus? Genau, wechseln wir mal zurück. Ich lade das Profil jetzt nochmal neu. Genau, und dann sieht man schon das Bild tatsächlich, wie der Alain gesagt hat, der Ausschnitt ist ein bisschen anders gewählt.
Aber die Homeoffice-Daten, das können wir hier unten sehen, die sind auf jeden Fall hinterlegt. Was ich jetzt an der Stelle aber gerade noch sehe, ist, dass hier im Header gar nicht die Telefonnummer hinterlegt ist, die wir ja gerade konfiguriert haben. Das wäre ja eigentlich schon auch cool, wenn man eigentlich die da direkt benutzen könnte. Deswegen gehe ich nochmal kurz zurück zum richtigen Profileditor. Und hier sieht man jetzt oben im Header-Bereich gibt es auch diesen Bearbeiten-Stift. Und wenn ich da jetzt drauf gehe, dann kann ich die Felder konfigurieren, die innerhalb des Headers angezeigt werden sollen. Und da hat man ja gerade gesagt, wir hätten gerne die private Nummer. Und haben jetzt zusätzlich die Möglichkeit, ein Icon auszuwählen. Da haben wir eine Icon-Bibliothek hinter angelegt und aktuell, glaube ich, 199 Icons. Ich würde jetzt hier einfach mal Phone nehmen, weil es ist ja eine Telefonnummer. Kann das hier speichern und dann ist das auch direkt im Header. Der Vorteil an der Sache ist jetzt, dass wir nicht mehr daran gebunden sind, nur bestimmte Felder in den Header-Bereich zu ziehen, sondern wir können jetzt tatsächlich aus diesem Dropdown hier beliebige Felder, die wir vorher angelegt haben, auch direkt im Header anzeigen lassen. Und wenn ich jetzt auf dem Profil nochmal neu lade, dann sollte die Nummer da direkt angezeigt werden. Genau. Genau, an der Stelle kann ich auch noch ein anderes neues Feature zeigen vom Profileditor. Wir haben nämlich nicht nur die Profilfelder und das Layout neu gemacht, sondern auch die Konfiguration für die Visitenkarte. Wenn ich da mal drauf wechsle, dann sehe ich hier schon eine kleine Vorschau, wie die Visitenkarte aktuell angezeigt wird. Und ich kann auch mal zeigen, wie die Visitenkarte auf einer Seite aussieht. Da habe ich die mal eingebunden. Und wenn ich jetzt hier neu lade, dann werden mir hier auch die Daten angezeigt, inklusive der Icons, die ich definiert habe. Was jetzt neu ist daran, ist, dass ich sagen kann, welche Felder mir angezeigt werden. Standardmäßig sind das einfach die Profil-Header-Felder, die im Header definiert wurden. Ich kann das aber auch umstellen auf eigene Auswahl und kann dann beliebig viele weitere, genau, 24.7 kann man auch mal reinpacken und die private Adresse zum Beispiel auch. Und können das dann speichern und kriegen in der linken Seite direkt die Vorschau, wie das dann später im Makro auch ungefähr aussehen sollte. Genau. Alles klar, vielen Dank Alla und Matze für das Zeigen des neuen Profileditors. Mir persönlich macht es jetzt mobil mehr Spaß, mein Profil zu bearbeiten. Da merkt man, dass wir in der Desktop-Version auch noch ein bisschen Nachholbedarf haben. Aber schön, wenn es mal so rum ist. Genau, ansonsten haben wir uns noch um ein anderes Thema gekümmert. Nämlich, wir haben einige Usability-Tests gemacht und uns um Stolpersteine gekümmert, die es einfach in der täglichen Arbeit mit Linchpin gibt und haben Quick Wins eliminiert. Das heißt, bisher, wenn man zum Beispiel im Makrobrowser Makros gesucht hat, das Nachrichtenmakro zum Beispiel, musste man ganz genau wissen, wie das heißt. Das sind alles so Kleinigkeiten, aber wir haben eben in den Tests, um die wir uns gekümmert haben, gemerkt, wo überall solche kleinen Hindernisse auftauchen können. Und nach kümmern wir uns eben darum, dass im täglichen Arbeiten mit Linchpin das Ganze ein bisschen einfacher wird. Und der Matze zeigt uns jetzt nochmal ein Beispiel davon und ein kleines neues Feature im News-Modul. Genau, ich bin jetzt nochmal auf der Seite, wo ich eben schon die Visitenkarte gezeigt habe vom Alla und ich gehe jetzt mal gerade auf den Editiermodus und kann mal das zeigen, was die Katja gerade gesagt hat. Wir haben jetzt die Schlagworte für unsere Makros erweitert. Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel einfach nach dem Wort News suche, dann bekomme ich alle möglichen Makros von Linchpin angezeigt, die auch irgendwie mit News und Nachrichten zu tun haben. Ich muss auch nicht News eintippen, ich kann auch einfach Nachrichten tippen oder es geht, glaube ich, auf Posts. Oder zum Beispiel auch übergreifend haben wir festgelegt, dass es die Schlagworte Linchpin zum Beispiel gibt. Das heißt, wenn man jetzt nach Linchpin sucht, dann findet man alle in den Linchpin-Apps enthaltenen Makros und findet damit viel schneller das, was man eigentlich konkret sucht. Und das ist eben nur ein Beispiel für viele kleine Dinge, die wir gerade tun, die wir nebenbei tun, die euch in der Nutzung hoffentlich nur positiv auffallen, weil ihr weniger lange suchen müsst, weniger Irritationen selber erlebt. Genau. Genau. Und das andere Feature, was ich gerade noch zeigen wollte, ist folgendes. Das sind zwei neue Layouts für die Cover Stories. Bisher kannte man ja die vier Stück.
Und wir haben jetzt zwei neue hinzugefügt. Einmal zwei Kacheln in einer Zeile für die große Kacheldarstellung und das gleiche nochmal für die kleine Kacheldarstellung. Kann ich jetzt gerade mal einfach speichern auf der Seite und kriege dann vier Blogposts nebeneinander angezeigt. Bisher war das nur über so ein paar Hacks möglich. Also wir hatten tatsächlich öfter die Anfrage, dass man bitte nur einzeilige Cover-Stories anzeigen soll. Und das haben wir dann meistens gelöst, indem wir die Konfiguration so umgestellt haben, dass wirklich nur in der ersten Zeile überhaupt News angezeigt werden und haben dann mit irgendwelchen CSS-Befehlen die zweite Zeile ausgeblendet. Das ist dann jetzt nicht mehr notwendig. Genau, also das bietet euch mehr Flexibilität noch für die Gestaltung von Seiten mit News-Modulen. Und ja, wie Matze schon gesagt hat, auch da ist so ein Thema, wo wir einfach ein paar Krücken ausbauen und es etwas leichter machen, mit unserem Produkt zu arbeiten. Das waren die neuen Features, die in die nächste Linchpin Intranet Suite Version kommen. Ich fasse es nochmal kurz zusammen, was wir alles gesehen haben. Wer jetzt sehr aufmerksam unsere Releases verfolgt und aktualisiert, kennt vielleicht schon zwei Themen aus der Version 3.2, die vor zwei, drei Wochen released wurde. Da drin enthalten war auch schon der neue oder die neuen Features im Microblog Editor, wo es also möglich ist, Headlines einzufügen, mit Confluence Markup zu arbeiten und besser mit Links umzugehen. Das andere Thema, was auch schon seit der Version 3.2 fertig ist, ist der Read-Only-Mode für alle unsere Linchpin-Features. Für alle, die es nicht wissen, um Linchpin-Data-Center-Instanzen zu unterstützen, müssen wir Read-Only-Modus ready sein. Das heißt, wenn also ein Admin zum Beispiel ein Upgrade durchführt, möchte er, dass die User währenddessen weiter arbeiten können und weiter auf die Inhalte zugreifen können. Und das ist dank des Read-Only-Mode eben auch möglich. Wer Data Center-Instanzen betreibt, muss jetzt als Admin nicht mehr für alles irgendwie Nachtschichten einlegen und kann das also während der normalen Arbeitszeiten tun. Und die Nutzer können weiterhin auf die Inhalte lesend zugreifen, können navigieren, können Ergebnisse finden, aber eben nicht editieren. Dann das eine große Thema, was der Matthias uns gezeigt hat, war der neue Profileditor im Linchpin User Profiles, der es viel leichter macht, Profile anzulegen und zu bearbeiten. Wir haben zu Beginn des letzten PIs Linchpin Essentials veröffentlicht, für alle, die das noch nicht wissen. Das ist ein kleines Bundle, bestehend aus dem Linchpin Theme und den Linchpin User Profiles. Und natürlich profitiert auch durch diese Optimierung Linchpin Essentials extrem dadurch, weil wir auch da eben ein Kernfeature deutlich leichter gemacht haben. Dann hat Alain uns die mobile Bearbeitbarkeit des Profils gezeigt. Und somit haben wir wieder einen Punkt mehr, an dem wir Menschen, die keinen Desktop-Arbeitsplatz haben, viel mobil unterwegs sind, eben auch viel mehr integrieren in den Inhalt aus dem Intranet. Dann hatte der Matze uns noch die neuen Möglichkeiten für die Cover-Stories gezeigt, nämlich die einzeiligen Layouts. Ich weiß, dass da auch schon seit Jahren Kunden immer wieder nachfragen. Jetzt haben wir es endlich mal gemacht und hoffen, dass wir damit viele glücklich machen. Und das Thema mit den Stolpersteinen habe ich erzählt. Also das ist so ein Thema User Experience, einfache Bedienbarkeit, schneller zu Erfolgserlebnissen zu kommen, ist etwas, was uns schon das ganze Jahr beschäftigt und uns auch noch weiter beschäftigen wird. Wir möchten einfach, dass es irgendwann mal richtig Spaß macht, Linchpin zu konfigurieren. Mal sehen, wann wir zu dem Punkt kommen. Die nächste Linchpin Intranet Suite ist dann auch kompatibel mit Confluence 7.5. Das ist ja vor kurzem erschienen. Und wir brauchen jetzt noch ein, zwei Wochen für die Tests und rechnen Mitte Juni mit den Releases von Linchpin Intranet Suite 3.3 und Linchpin Essentials 1.2. Wir haben jetzt seit einiger Zeit das Early Access Programm etabliert. Das gibt euch die Möglichkeit, schon früher auf die neuen Features zuzugreifen und diese eben zu testen. Wen das interessiert, der mitmachen möchte, der findet Informationen in der Kunden-Community oder in der Partner-Community. Der richtige Ansprechpartner dafür ist dann der Till. Genau, das waren die Themen
zum Rückblick und zu dem, was eben in der nächsten Linspin Intranet Suite Version dann kommt und worauf ihr euch hoffentlich freut. Und jetzt möchten wir noch ein paar Worte zum Ausblick sagen, womit wir uns also beschäftigen werden. Wer das letzte PI-Review verfolgt hat und vielleicht auch so unsere Blogartikel liest zur Roadmap, hat vielleicht das ein oder andere Feature vermisst in dem, was wir jetzt schon fertig vorstellen können. Wir haben an dem Profileditor zum Beispiel, das war sehr, sehr komplex, es hat einfach länger gedauert, als wir dachten und hatten insgesamt sehr komplexe Funktionalitäten auf der Liste, sodass wir euch aber trotzdem einen Überblick verschaffen wollen, womit wir trotzdem schon begonnen haben und wie es eben damit weitergeht. Und dafür gebe ich jetzt nochmal ab an den Paul, der uns etwas sagt zum Status quo rund um das Thema Data Center Approval für Space Privacy. Ja, danke Katja. Genau, also wie schon gesagt, wir haben uns für Space Privacy eben auch mit der DC Readiness beschäftigt. Da haben wir es eben mit sehr großen Instanzen zu tun, auf denen teilweise hohe Last herrscht und zudem noch eine verteilte Infrastruktur. Und für Space Privacy hieß das, dass wir einige Umbauten vornehmen mussten und gleichzeitig eben auch dafür sorgen mussten, dass die Performance nochmal ein bisschen verbessert wird und gewisse Stabilisierungsarbeiten durchgeführt werden. Das Schöne ist, das zahlt sich eben nicht nur für DC aus, sondern eben auch für normale Serverkunden, weil eben viele Funktionen deutlich schneller und stabiler laufen. Und Stand jetzt rechnen wir irgendwann im Laufe des nächsten PIs mit einem Abschluss und müssen dann nur noch darauf warten, dass Atlassian uns das DC-Approval gibt. Und dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr das ausgiebig testet und Feedback gebt dazu. Danke. Danke, Paul. Da auch nochmal für alle, die vielleicht das nicht genau wissen. Space Privacy ist nicht in der Intranet Suite enthalten. Es ist eine Erweiterung, um den Extranet Use Case umzusetzen. Viele unserer Kunden benutzen das allerdings, deswegen gehört es für uns schon sehr, sehr eng dazu. Deswegen halten wir euch auch hier zu dem Thema auf dem Laufenden. Noch eine Geschichte, bei der vor allem der Adil traurig ist, dass wir noch nicht fertig sind, ist die Verknüpfung des Blueprint Creators mit dem Linspin News Modul. Da soll es möglich sein, eben auch Enterprise News spezifische Content Elemente über Blueprints zu steuern, zum Beispiel Nachrichtenkategorien oder Teaserbilder. Wir haben damit begonnen und arbeiten eben weiter daran. Noch ein Thema, über das wir schon oft und lange gesprochen haben, was wir jetzt wirklich beginnen, ist das Thema Org-Charts. Wir möchten die Org-Charts-Funktionalität erweitern und da aus der sehr rudimentären Möglichkeit, die es im Moment in Linspin gibt, eine etwas umfangreichere Version machen. Dann auch nur als Teaser, weil wir euch da auf dem Laufenden halten möchten. Wir haben damit begonnen, uns mit dem Thema zu beschäftigen, wie wir Linspin einfacher noch zur Verfügung stellen können, mit dem Thema Linspin as a Service, um Unternehmen, die keine eigene IT-Abteilung haben oder sich nicht um den Betrieb kümmern möchten, auch die Möglichkeit zu geben, schnell und einfach zu einer Linspin-Instanz zu kommen. Unser Plan ist, zu dem Thema im Laufe des Jahres etwas anbieten zu können. Wir sind da wirklich noch ganz, ganz früh, möchten euch aber informieren und auch euch, vor allem unsere Partner, dazu einladen, bei Fragen mit uns in Dialog zu treten. Und dann tauschen wir uns mit euch zum Thema aus. Das letzte Thema für den Ausblick betrifft den Admin Wizard. Auch das haben wir schon öfter gesagt, aber es nimmt immer weiter Form an. Ein Konzept für einen Admin Wizard war jetzt auch das wichtigste Ergebnis aus einer Reihe von Usability-Tests. Wir hatten intern Taskforces gebildet, die sich also genau damit beschäftigen, was unsere Linspin-Nutzer brauchen, um überhaupt ganz zu Beginn ein Linspin konfigurieren zu können. Und da ist jetzt eben unser Ziel, wirklich innerhalb von wenigen Minuten ein cooles Linspin mit einem schönen Dashboard erstellen zu können. Und der erste Schritt wird eben ein Admin Wizard sein. In diesem Admin Wizard kann man dann Grundeinstellungen vom Theming, vom Layout-Aufbau und anderen Basisfeatures in wenigen Klicks einstellen, direkt loslegen und dann Schritt für Schritt
die Features, die noch wichtig sind, eben im Detail konfigurieren. Ich persönlich freue mich darauf am meisten von dem, was so kommt. Wie immer laden wir euch herzlich ein, Feedback zu Features, Feature-Wünsche uns mitzuteilen, auch reinzuschauen, was andere Lynchpin-Nutzer so interessiert. Und das könnt ihr über lynchpin.kenny.io tun. Genau. Das waren die Themen zu Lynchpin Server und Data Center. Und unser Team, das Lynchpin Cloud entwickelt, hat auch noch ein Update für uns zu diesem Thema. Deswegen schalte ich jetzt um zu Sarah. Vielen Dank, Katja, für die Überleitung. Auch bei Lynchpin Cloud ist in den letzten Wochen einiges passiert. Ich möchte aber gar nicht zu viel vorgreifen, sondern den Entwicklern aus dem Team die Möglichkeit geben, vorzustellen, was seitdem passiert ist, woran wir gerade arbeiten und was in den nächsten Wochen zu erwarten ist. Und damit gebe ich ab an Alex und wünsche euch viel Spaß. Ja, hallo. Ich wollte kurz zeigen, was sich seit dem letzten PI-Review bei uns bei Lynchpin Cloud getan hat. Und zwar ist die große Neuerung, dass Lynchpin Cloud endlich released worden ist. Lynchpin Cloud ist fortan unter beta.lynchpin.cloud zu erreichen und kann gerne ausprobiert werden. Wir haben zum Beispiel als Unternehmen unser eigenes Intranet erstellt, in dem man bereits News verfassen kann. Und jeder, der Interesse hat, Lynchpin Cloud auszuprobieren, kann gerne auf das System sich anmelden, ein neues Intranet erstellen und ein bisschen herumexperimentieren. Neben unserer Web-App ist natürlich auch die Mobile-App veröffentlicht worden. Die findet sich im Apple App Store sowie im Google Play Store unter dem Namen Lynchpin Cloud. Auch hier kann die App einfach heruntergeladen werden und ein bisschen Eindruck über Lynchpin Cloud gewonnen werden. Ich möchte euch heute das erste Lynchpin Plugin für Confluence Cloud zeigen. Das Plugin ermöglicht uns, Lynchpin Cloud-Inhalte auch innerhalb von Confluence Cloud anzuzeigen. Wir sind hier auf unserer internen Confluence Cloud-Instanz von Cybert Media und hier ist das Plugin bereits installiert. Ihr seht es hier im UPM, wie man es auf dem Confluence-Server kennt. Wenn der Administrator das Plugin installiert hat, hat er hier links die Möglichkeit, innerhalb von Lynchpin Cloud auf Konfiguration zu klicken und dort kann er dann sein Intranet mit der Confluence Cloud-Instanz verknüpfen. Das funktioniert hier rechts über die Options-Option und dort sieht er alle Intranets, auf die er Zugriffsrechte hat. Wir klicken jetzt hier mal auf Demonstration Space. Das ist ein Intranet, da haben wir bereits die Demo-News erstellt und wir sehen hier, schon ist der Workspace connected. Was ermöglicht uns das jetzt? Ich gehe dazu mal auf eine Wiki-Seite innerhalb dieser Instanz und gebe hier mal einen Namen. Das mal Lynchpin Cloud Makro. Und die Überschrift verrät bereits, was jetzt möglich ist. Innerhalb des Makro-Browsers ist ein Makro, das Lynchpin Cloud Dashboard News heißt, verfügbar. Das wählen wir jetzt einfach mal aus, fügen es ein, machen es noch ein bisschen breiter und man sieht schon, was uns erwartet. Dort findet man jetzt alle News, die auf dem Dashboard der Lynchpin Cloud Instanz auch zu sehen sind. Die Preview hat schon alles verraten, wie es jetzt aussehen wird. Wir speichern mal und sehen auch hier diese Inhalte. Klickt man jetzt darauf, landet man direkt in Lynchpin Cloud und kann die News dort lesen. Wir haben neben dem Google und dem Apple Login nun eine weitere Möglichkeit geschaffen, Lynchpin Cloud zu nutzen. Falls man weder Google noch Apple nutzen möchte oder einfach keinen Account hat, kann man sich nun mit eigener E-Mail und eigenem Passwort bei Lynchpin Cloud registrieren. Wie das Ganze aussieht, demonstriere ich zunächst einmal in der Web-Anwendung. Dazu sehen wir hier die überarbeitete Login-Maske. Wir können uns hier jetzt auf Sign-Up klicken und dort uns registrieren. Hier den Namen ein, Demo-Review, die E-Mail-Adresse, Passwort. Registrieren uns. Dann müssten wir auch eine Meldung gleich sehen. Da ist sie, dass wir uns erfolgreich registriert haben. Wenn wir uns jetzt hier versuchen einzuloggen mit den Daten, die wir gerade erstellt haben, wird das Ganze nicht funktionieren, weil die E-Mail noch nicht verifiziert wurde. Dafür muss man halt ins E-Mail-Postfach gehen und dort die E-Mail verifizieren, die man eben genutzt hat. Klickt man einmal drauf und dann sieht man, dass wohl jetzt funktioniert. Wenn wir uns versuchen, wieder einzuloggen, dann sind wir auch schon drin und wir können hier wie gewohnt ein Intranet erstellen.
Das Ganze ist natürlich auch mobil verfügbar. Hier sehen wir jetzt die mobile Variante von Linchpin Cloud und die überarbeitete Login-Maske. Wir können uns auch hier mit E-Mail und Passwort einloggen. Wir spielen aber den ganzen Prozess mal nochmal durch und registrieren uns jetzt erstmal wieder mit dem Nutzer. Geben hier unseren Namen ein. E-Mail. Passwort. Also sehen wir auch hier den Astronauten, der uns sagt, dass alles erfolgreich funktioniert hat. Und auch jetzt kriegen wir eine E-Mail, dass wir unsere Registrierung verifizieren müssen. Hier sehen wir auch in unserem Postfach die E-Mail, können hier draufklicken, gleich wie in Web eben. Wir können uns jetzt einloggen, wenn wir jetzt zurück in unsere App gehen und uns da einloggen. Müsste das eigentlich auch schon alles funktionieren. So, dann sehen wir, hat alles problemlos funktioniert. Wir sind jetzt auch eingeloggt mit dem neuen Nutzer und haben uns hier mit E-Mail und Passwort registriert und auch eingeloggt. Wir haben uns in diesem PI noch mit zwei Konstruktionsfeatures beschäftigt. Das eine ist die Kommentarfunktion auf News und weiteren Content-Entitäten, die ein bisschen an den Linchpin-Server Microblog angelegt sind. Ein Beispiel dafür wäre, ich habe jetzt hier einen Blogpost über ein Sommerfest und jemand hat eine Frage, die kann er hier stellen, kann Bilder von einem Sommerfest anhängen oder zum Beispiel die Speisekarte hinterlegen, indem man hier einfach die Anhänge noch mitpostet. Das zweite Thema, an dem wir gerade noch aktiv dran sind, sind die Profile, die Profilfelder und wie wir diese bearbeiten. Wenn ich jetzt auf meinem Profil zum Beispiel bin und ich möchte meinen Namen ändern, dann kann ich den einfach anklicken und kann meinen Namen ändern und das dann eben auch speichern. Vorteil daran ist, im Gegensatz zu einem reinen Inline-Editing, ich habe nie Angst, dass ich irgendwas bearbeite, aus Versehen rausklicke, sondern ich bin sicher, dass ich drücke OK und dann wird das eben persistiert. Genauso, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Jobtitel ändern möchte, dann gehe ich hier rein, sehe die vorhandenen Jobtitel, die anderen auch schon angegeben haben, und wenn der noch nicht drin ist, dann füge ich den eben einfach hinzu. Das ist etwas, woran wir gerade noch arbeiten, auch an der Gruppierung der Felder, wie wir das sinnvoll und angenehm bearbeitbar machen. Vielen Dank, Colin, für die Zusammenfassung der Konzeptionsthemen. Natürlich passiert noch ganz viel rund um das, was wir euch heute gerade vorgestellt haben. Aber dazu dann mehr beim nächsten PI-Review in 10 Wochen. Mehr Informationen zum Produkt findet ihr unter seibert.biz/linchpincloud. Hierüber habt ihr auch die Möglichkeit, einen Demo-Termin zu vereinbaren. Testet das Produkt, gebt uns euer Feedback, wir freuen uns auf euch. Und damit gebe ich zurück an Katja. Vielen Dank. Dann vielen Dank an das Team Halo für dieses Update. Auch von mir nochmal die Einladung, das Produkt Linchpin Cloud einfach zu testen. Wir sind dann noch an einem ganz anderen Punkt natürlich als bei Linchpin Server. Wir wollen lernen, wir wollen herausfinden, in welche Richtung wird sich das entwickeln, um ein cooles Produkt zu werden, was alle Funktionen auch irgendwann bietet, die man eben für ein Intranet in der Cloud-Technologie benötigt. Genau, auch da bin ich sehr gespannt, wie das so in der nächsten Zeit weitergeht. Und nun noch ein kleiner Exkurs, weil ich finde, dass auch ein anderes Produkt, was wir bei Seibert Media bauen, immer besser wird, nämlich Agile Hive. Für alle, die Agile Hive nicht kennen, eine ganz kurze Info. Im Grunde hilft Agile Hive dabei, das SAFe Framework, also Scaled Agile Framework, mit Atlassian Tools abzubilden, im Kern hauptsächlich mit Jira, aber es gibt auch Confluence-Verknüpfungen. Und wenn ihr also im Unternehmen Teams habt, Entwicklungsteams, die nach SAFe arbeiten und euch ein Tool wünscht, um diese Prozesse besser zu unterstützen, dann lohnt es sich auf jeden Fall, euch dieses Produkt mal anzuschauen. Und auch wenn ihr Partner, Kunden habt, die skaliert agil arbeiten, möchte ich euch nur dringend ans Herz legen, euch mal Agile Hive anzuschauen. Ich selber spreche aus eigener Erfahrung, auch wenn wir hier mit 5 Entwicklungsteams jetzt nicht SAFe in der ausgereiftesten Form haben, benutzen wir trotzdem Agile Hive, um unsere teamübergreifende Zusammenarbeit zu koordinieren. Und fürs Produktmanagement ist das ein sehr, sehr hilfreiches Tool. Gerade heute wurde ein Video veröffentlicht,
Und über den Link, den ihr hier seht, könnt ihr euch das anschauen. Vielleicht posten wir das auch direkt nochmal in die Telegram-Gruppe. Wen es interessiert, schaut es euch an und beschäftigt euch ein bisschen mit dem Produkt Agile Hive. Genau, das war's von unserer Seite. Ich kann nur noch sagen, schön, dass ihr dabei wart. Ich freue mich auf das, was kommt. Wünsche euch eine tolle Zeit und vor allem bleibt gesund.